Obwohl Palpatine in Star Wars The Rise of Skywalker zurückkehrt, wurde sein ursprünglicher Körper aus den Episoden 1 bis 6 wirklich besiegt, nachdem Darth Vader ihn in Return of the Jedi in einen Schacht im Todesstern hinuntergeworfen hatte. Es ist klar, dass Luke in dieser letzten Konfrontation Palpatine die Oberhand gewinnen ließ, um seinen Vater wieder zum Licht zu bekehren. Es bestand jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Luke direkt gegen Palpatine hätte kämpfen müssen, was die Frage aufwirft, wer würde gewinnen? Obwohl es für die Rebellion vielleicht am hilfreichsten gewesen wäre, wenn er sich sowohl mit Vader als auch mit Palpatine angelegt hätte, wollte Luke unbedingt, dass sein Vater zu Anakin Skywalker zurückkehrte. Als seine Wut ihn übermannte, versuchte Luke Palpatine in seinem Stuhl zu erschlagen, wobei Vader sein Lichtschwert blockierte. Ein wichtiger Grund, warum Luke sich einem Kampf widersetzte, war auch seine Wut, denn er wollte nicht die gleichen Fehler machen wie einst sein Vater. Aber nachdem Vader Leia erwähnt hat, gibt Luke nach und greift seinen Vater an. Der Kampf dauert nur etwa 10 Sekunden, in denen Luke sein Lichtschwert auf Vader einhämmert, bis er ihm die Hand abschlägt. Es ist zwar nicht der auffälligste Kampf in Star Wars, aber es ist klar, dass Luke die besseren Fähigkeiten hat, vor allem weil Vader mit dem Alter verwelkt und langsamer geworden ist. Nachdem er seinen Vater niedergeschlagen hat, wirft Luke sein Lichtschwert weg und weigert sich, ihn zu töten. Ich bin ein Jedi, wie mein Vater vor mir, was Lukes Hingabe an die helle Seite und seinen Vater unterstreicht. Dennoch stand er kurz davor, Palpatine in einem Duell gegenüberzutreten. Palpatine setzt in der Regel seine Machtblitze ein, der zwar mächtig, aber bei weitem nicht unaufhaltsam ist. Luke hätte die Machtblitze vielleicht nicht so fangen können wie Yoda in den Prequels, aber er hätte ihn wahrscheinlich mit seinem Lichtschwert ablenken können. Das hätte dann zu einem Schwertkampf geführt, dessen Ausgang viel weniger vorhersehbar ist. In Star Wars Die Rache der Sith versuchen 4 Jedi, Palpatine in seinem Büro zu verhaften. Nachdem er sich mit einem Schrei auf sie zubewegt hat, eliminiert der Sith-Lord 3 von ihnen mit Leichtigkeit. Und obwohl er von Mace Windu besiegt wird, geschieht dies nur, weil er Anakin zur dunklen Seite bekehren will. Palpatine besiegt auch Yoda in einem Zweikampf und tritt in der Star Wars The Clone Wars Serie gegen Darth Maul an, den er ebenfalls besiegt. Da jedoch seit diesen Kämpfen rund 25 Jahre vergangen sind, ist unklar, wie viel Flexibilität Palpatine noch hat. Sein Alter könnte ihn wie Vader verlangsamt haben, was bedeutet, dass er nicht mehr so schnell durch den Raum wirbelt wie in den Vorfilmen. Man muss hier anmerken, dass Palpatine bereits 88 Jahre alt ist, als er Luke auf dem zweiten Todesstern gegenübertritt. Es ist allerdings noch unklar, ob Luke einen langsameren Palpatine besiegen könnte, da sein letztes Duell gegen Vader der einzige Schwertkampf ist, den er gewonnen hat und sein Kampftraining nicht sehr umfangreich war. Es heißt, die helle Seite sei stärker als die dunkle, aber Palpatines Verbindung zur Macht scheint in Rückkehr der Jedi viel stärker geworden zu sein. Während Luke ihn also in Sachen Athletik besiegt haben mag, könnten Palpatines Machtkräfte ihm sehr wahrscheinlich den Sieg bescheren. Auch wenn man es nie mit Sicherheit wissen wird, wäre es wahrscheinlich ein sehr enger Kampf gewesen, bei dem keine Seite als klarer Sieger hervorgegangen wäre. Aber was denkt ihr? Wer von den beiden würde in diesem Duell als Sieger hervorgehen? Ich finde, dass Luke sehr große Chancen gehabt hätte. Einerseits, weil ihm so viel sein junges Alter hilft, andererseits auch sein Glaube daran, dass die helle Seite über die dunkle siegen kann. Luke ging mit einer wahnsinnigen Überzeugung in diese Schlacht, die ihn gegen Palpatine den Sieg hätte bringen können. Du kannst natürlich eine ganz andere Meinung haben. Schreib mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, sie zu lesen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das doch gerne mit einem Like und einem Abo auf diesem Kanal. Das würde mich echt mega unterstützen. Solltest du jetzt doch wissen wollen, ob Palpatine die Macht gehabt hätte, Padme zu retten, dann check jetzt dieses vorgeschlagene Video aus. Ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.